Ich habe Chloen ganz allein und küssen wollte ich sie. Und küssen, küssen, küssen wollte ich sie. Jedoch sie sprach, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien, sie würde schreien. Jan Kobo, ein weltweit gefragter Tenor aus Berlin. Vor gut 10 Jahren erbte er zusammen mit seiner Tante Schloss Seehaus in Mittelfranken. Seither entwickelt sich das Schloss zu einem Geheimtipp für Musikliebhaber in der Region. ...1972 stand Schloss Seehaus zum Verkauf. Der Großvater von Jan Kobo, ein Notar in Berlin, sollte den Verkauf beurkunden, aber der Käufer erschien nicht. Mein Großvater hatte noch nie ein Schloss beurkundet in seinem Leben. Sowas kommt sehr selten vor in einem Notarsleben und war dann neugierig. Dann ist er hingefahren, hat sich spontan angeguckt mit seiner Frau und meine Großmutter hat es mir immer so erzählt, so nach einigen Monaten, nachdem sie es sich angeguckt und natürlich erst mal verworfen hatten, sagte dann meine Großmutter zu meinem Großvater: Du? Ja. Denkst du auch immer noch an dieses Schloss Seehaus? Ja. Und so geschah es, dass sie dann wieder besseren Wissen das einfach kauften. Wir haben das quasi als riesiges Ferienhaus genutzt. Wir waren West-Berliner und sind dann eben so oft, wie es ging, hierher gefahren. Dabei nutzen sie das Schloss vor allem für große Feste. Bei den Schlossfesten, da war ja immer sämtliche Verwandtschaft da. Wir Enkel durften auch immer mal einen Freund mitbringen. Also Schlossfeste waren immer Amüsement und ein großes Event. Das war es eigentlich, was an Seehaus gereizt hat. Alle. Meine Großeltern haben großartige Feste gefeiert. Da hatten sie ein großes Talent. Und haben ja im Prinzip auch alles so eingerichtet, dass man gut feiern kann. Dieses intensive Erleben war sehr prägend für Kobo. Und so entschied er sich nach dem Tod der Großeltern, das Schlosserbe gemeinsam mit seiner Tante anzunehmen. Ein zwiespältiges Erbe, denn die Instandhaltung ist eine nicht endende Herausforderung. Wenn jemand sagt, du hast es ja gut, du bist Schlossbesitzer, dann sage ich, naja, aber sehr oft habe ich das Gefühl, das Schloss besitzt mich und nicht umgekehrt. Das Schloss, das hält mich so und lässt mich so ein bisschen zappeln und dann vielleicht mal zwischendurch fallen. So fühlt sich das manchmal an. Aber so ein Schloss hat auch sein Gutes. So bietet es jede Menge Platz für Kobos ausgeprägte Sammelleidenschaft. Zum Beispiel für Oldtimer. Wichtig bei seinen Sammlungen ist ihm deren praktischer Gebrauchswert. Und diesen schätzt er zum Beispiel besonders bei seiner Uhrensammlung. Ja, die Uhren beleben das Haus natürlich. Wenn es dann von allen Richtungen klingelt zur vollen Stunde und es in jedem Raum tickt, ist der Raum doch dadurch lebendig. Und das macht schon eine bestimmte Atmosphäre. Tolle Antiquitäten, die eben auch funktionieren. Und jeder auf ihre Art die Zeit anzeigen. Von ganz besonderem Wert ist Kobos Sammlung historischer Klaviere. 12 davon verteilen sich auf die Räume des Schlosses. Sie sind gefragt als Leihgaben für Konzerte und natürlich eine besondere Attraktion bei Konzerten auf Schloss Seehaus. Aber Jan Kobo schätzt sie auch für den privaten Gebrauch.
genießt es, mit Freunden die besonderen Klangmöglichkeiten dieser alten Instrumente auszuleben. Solche Schlosskonzerte mit Freunden sind auf Seehaus häufig, denn Musiker gastieren hier den ganzen Sommer. Also ich finde es schön, wenn Leute hier sind. Mit vielen von denen habe ich schon oft Konzerte gemacht. Kenne nicht jeden unbedingt, aber bei den Musikern ist es doch so, man ist eine große Familie, die meisten kennt man. Die Schlosskapelle, wie auch verschiedene Säle, eignen sich ideal für Rundfunk- oder CD-Aufnahmen. Auch Chöre haben hier Raum genug. Sehr reizvoll ist die stilvoll komponierte und improvisierte Unterbringung der Künstler. Die Gäste sind begeistert von diesem Angebot. Auch die sehr gute Entourage des ganzen Schloss. Es ist wunderbar, um hier zu sein. Es ist eine wunderbare Akustik im Schloss Seehaus. Und so tönt und klingt es den ganzen Sommer über aus allen Räumen. In den Pausen wird der Schlossgarten zum reizvollen Refugium. Da verbindet man Arbeit und Muße gerne miteinander. Und dann, Jan, setzen wir wieder einen 91. Da sind dann die Streicher. Nee, das ist Zeug. Will sonst noch jemand Tee? Um 17 Uhr ist Teezeit. Ein festes Ritual auf Schloss Seehaus. Einladung zur Begegnung und zum gemeinsamen Innehalten. Ja. Auch die Küche ist geprägt vom sehr persönlichen Stil Kobos. Hier überrascht er übrigens als versierter Koch. Der ist ja sehr mild. Und dafür würzt man das Fleisch auch sonst nicht. Ja, da gibt es richtig schön gedeckten Tisch. Also ich feiere einfach gerne und hier gibt es einen schönen Rahmen für ein Fest und es macht einfach Spaß, Leute einzuladen und einfach zusammen ein Fest zu feiern. Ist wunderbar. David. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Beim Vorbereiten der öffentlichen Feste und Konzerte packen alle mit an. Gastierende Künstler, Freunde und Familienmitglieder. Gleiches gilt dann beim großen Aufräumen danach. So ist es Tradition auf Seehaus. So wie wir es jetzt haben, ist ja der Reiz der Sache, dass es eigentlich privat ist. Und es wird aber trotzdem genutzt, immer mal. Und das finde ich eigentlich gerade schön. Man könnte es natürlich auch so richtig professionell aufziehen, aber da gibt es ja andere Beispiele, wo es dann nicht mehr so schön ist unbedingt.
Na, dann ist so was Geschäftsmäßiges auf einmal dabei. Die Entscheidung zur öffentlichen Nutzung war ohnehin nicht ganz einfach. Weil gerade die Großeltern das ja sehr bewusst, sehr privat gehalten hatten. Das saß natürlich auch noch sehr drin. Naja, Seehaus ist halt eher privat. Eine Eröffnung musste auch seine Tante als Miteigentümerin zustimmen. Wir waren natürlich aufgeregt damals noch, wie das denn jetzt wäre, wenn man hier ein öffentliches Konzert hat und überhaupt. Ja, wenn dann ganz viele Leute kommen, man hat da ja zunächst mal ein bisschen Angst. Ich finde es einfach auch schön, wenn man das Gebäude öffnet. Das ist halt unterschiedlich. Ich meine, ich bin Musiker, ich brauche Publikum. Und es ist doch toll, wenn man einen Ort hat, wo das Publikum dann zu einem kommen kann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Konzertangebote auf diesem Niveau sind in der ländlichen Region eine Besonderheit. Zu einem echten Event werden sie durch die Synthese mit den regionalen Kostbarkeiten. So entwickelte sich eine Partnerschaft mit ähnlich ambitionierten regionalen Anbietern. Wir möchten das Qualitätsbewusstsein in der Region stärken. Da möchten wir nicht nur Leute von fern heranziehen, sondern auch für unser eigenes Dorf Menschen begeistern für die Kultur von Wein und auch der klassischen Musik. Und ein Höhepunkt ist dann immer der fränkische Sommer. Es ist für uns auf dem flachen Land sehr wichtig, dass solche Veranstaltungen bei uns stattfinden. Und natürlich möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Hausherrn, Herrn Jan Koppo, der das Seehaus zu einem Mekka für Musikliebhaber macht. Koppo wählte als Beitrag für den fränkischen Sommer die Form von Wandelkonzerten. Sie bieten Raum für ein großzügiges Fest, ganz in der Tradition der Großeltern, aber eben öffentlich. Es ist wirklich für alle Sinne ein wunderschönes Erlebnis, dort zu sein. Und deshalb ist es auch so begehrt. Also die Konzerte in Schloss Seehaus sind generell sofort ausverkauft. Si more danzando, bevendo, mangiando con quella corona. Morire bisogna, bisogna morire, bisogna morire. I giovani tutti e gli uomini tutti sa.